So, erstmal Kapuze auftun, damit ich auch cool aussehe. Ja, ganz fresh. Ja, moin Leute, was geht? Hier bin ich bei Dali Gaming. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich weiß, heute ist eigentlich kein Video geplant. Morgen kommt ja eigentlich, warte mal, morgen kommt eigentlich gar kein Video. Freitags kommt ja immer ein Video, aber das wird sich jetzt alles ändern. Ich bin nochmal in mich gekehrt und habe nochmal überlegt, wie ich meinen Kanal am besten verbessern könnte. Und damit auch ihr einfach mehr Inhalte zum Sehen habt. Ich höre immer, wir sehen so wenig von dir. Und Leute, das wird sich jetzt gehörig ändern. Ich weiß, ich bin in der Ausbildung und habe eigentlich sehr wenig Zeit für Videos. Allerdings, wenn ich dann halt so ein Minecraft-Video, was für Freitag ist, einfach nicht so hochwertig bearbeite, habe ich bestimmt Zeit für ein anderes Video noch dazwischen. Und darum soll es auch in diesem Video gehen. Einige Kollegen von mir haben mir gesagt, ey, Dali, du bearbeitest zu viel deine Minecraft-Videos. Diese ganzen Lautschriften und so, warum machst du das eigentlich? Das bringt doch alles nichts. Die Leute wollen nur unterhalten werden. Glaubst du wirklich, dass so welche Schriften einen unterhalten? Nein, ja, okay, ich werde in meinen Minecraft-Videos nicht mehr so viel Mühe geben, sondern nur noch minimal. Halt einfach nur, dass ihr unterhalten werdet. Ich bin dann zwar nicht mehr der, der auf Logo hinweist. Okay, war ich noch nie. Ich glaube, ich bin einfach zu schlecht dafür. Ihr wisst ja alle, Logo ist mein absolutes Vorbild beim Videocutten von Games. Nein, wisst ihr nicht. Jetzt wisst ihr es. Logo ist auf jeden Fall eine Legende und ich kann ihn euch auch auf jeden Fall nur ans Herz legen. Ich verstehe nicht, wie ihr es schafft, jeden Tag ein Video zu bringen dieser Qualität. Also, Logo, du hast meinen vollsten Respekt. Falls du das Video siehst, glaube ich nicht. Aber jetzt kommen wir einfach mal zum Thema meines Videos. Hier war ich schon mittendrin, aber ein bisschen genauer. Ich habe gemerkt, dass meine Videos, wo ich mir einfach richtig viel Mühe gebe, wie die Minecraft-Videos, nicht das Wer-bin-ich-Video, das habe ich in 2 Stunden hingerotzt. Wenn ihr es gut fandet, freut mich das. Für das Minecraft-Video Skywars zum Beispiel oder das Bad Wars-Video, dafür habe ich circa bestimmt 8 bis 10 Stunden gebraucht. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sah meine Bearbeitung richtig viel aus. Ich habe es auch am Ende nochmal eingeblendet, damit ihr einfach mal den Blick seht. Oh mein Gott. Gott, so viel hat er bearbeitet und ja, das war viel. Und da gehen auch manchmal so die Gedanken hin, Mann, warum hat es so wenig Resonanz? Okay, 2000 Klicks hat das Video jetzt und ich bin darüber schon sehr, sehr stolz. Allerdings, für die Arbeit, die ich da reingesteckt habe, könnte ich einfach 3 Videos in der Zeit machen oder sogar 4. Also von daher möchte ich einfach euch mal sagen, ich mache jetzt auf meinem Kanal mehr Videos. Dafür werden die Videos ein kleines bisschen niedriger geschaltet. Dafür kriegt ihr mehr Videos auf meinem Kanal. Zum Beispiel morgen kommt ein Musical.ly-Video auf meinen Kanal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Musical.ly. Diabo. Save the Abo. Nee. Leute, Leute. Ohne Witz. Ich liebe Musical.ly und ich zeige es auch. Und Musical.ly ist nicht einfach nur eine App für mich, sondern genau wie YouTube etwas, was ich brauche. Ich bin die ganze Zeit zu Hause hier mit dem Handy und bewege und zack, zack, zack. Und Leute, ich liebe einfach diese App und kann einfach nicht davon loskommen. Gestern hatte ich sogar eine Störung, ich konnte nichts mehr aufnehmen. Alter, ihr wisst nicht, wie ich fast angefangen habe zu weinen. Die ersten paar Tränen sind fast geflossen. Nein, Spaß, Freunde, das ist mir aber wirklich passiert. Aber ich habe dann Instagram-Video versucht zu machen, dann ging's und dann habe ich wieder Musical.ly und dann ging's wieder. Und Leute, ich war so erleichtert. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich sehe irgendwie heute bei der Kamera voll hässlich aus. Ich lasse mir die Kapuze ab. Außerdem, Leute, wird ja natürlich jeden Freitag ein Video kommen und dieses Video wird jetzt immer ein Minecraft-Video sein. Ja, ich habe eure Gebete erhört. Jeden Freitag kommt ein Minecraft-Video. Wer das gut findet, liked dieses Video. Außerdem haben sich viele darüber beschwert, warum nimmst du immer mit dieser Person auf? Kannst du nicht mal andere nehmen, immer diese Person zu hören? Oh, macht mich krank. Ich mag ja deine Videos, aber wenn diese Person dabei ist, Dislike. Ja, Freunde, ich weiß, ich habe sehr viele Videos gemacht zurzeit mit einer bestimmten Person. Ich werde mir jetzt abwechslungsreiche Gäste dazu holen, mit denen ich Videos mache. 2 Videos hintereinander sind noch okay, aber danach ist Schluss. Danach gibt es erstmal Videos mit anderen. Also, eure Gebete wurden das 2. Mal gehört. Er hört. Außerdem habe ich bei einem YouTuber mir etwas abgeguckt. Ja, okay, das kommt jetzt sehr like-geil rüber. Aber ohne Witz, wir müssen doch sehen, wo wir bleiben, wie YouTuber. Und wenn ich mir schon Mühe gebe für meine Videos, warum denn nicht? Aber damit kann ich einfach sehen, was ihr halt am meisten feiert. Auf jeden Fall möchte ich es so machen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Leute, wenn ihr noch ein Minecraft Bad Wars Video sehen wollt, dann lasst 200 Likes da. Das heißt, ich sehe dann an den Like-Verhältnis, wie sehr ihr Bad Wars mögt. Wenn ich dann irgendeinen anderen Spielmodi spiele, zum Beispiel Mikro-PvP, und sage, wenn es euch gefallen hat, lasst 100 Likes da für mehr und ihr bei diesem Video nur noch 88 Likes oder 50 oder 20 Likes oder so da lässt, okay, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben und dann glaube ich, wäre ich schon in mein Bett reingekrubbelt und hätte geweint. Okay, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Ich vergesse immer, was ich sagen will. Auf jeden Fall möchte ich halt ein Like-Verhältnis-Prinzip bringen, damit ich sehen kann, okay, dieses Video wollt ihr weiterhin sehen und dieses Video wollt ihr jetzt nicht weiterhin sehen.
Das gilt halt für die ganzen Minecraft-Modis. Vielleicht möchte ich auch Adventure-Maps und. Und deswegen ist sowas, glaube ich, sehr, sehr praktisch. Und ja, ich weiß, das hört sich like geil an. Aber Leute, ich bin YouTuber. Außerdem, Leute, kommen jetzt zwischendurch, also außerhalb vom Freitag, abwechslungsreiche Videos. Bedeutet jetzt, wie zum Beispiel, morgen kommt ja ein Musical.ly-Video. Dann zum Beispiel halt Freitag erstmal wieder ein Video und dann ab nächster Woche vielleicht wieder was komplett anderes und natürlich Freitag wieder ein Minecraft-Video. Das heißt, ich mache jetzt wirklich jede Woche 2 Videos. Ich gebe mein Bestes, dass ich das hinkriege. Ich werde das hinkriegen. Ich schaffe das. Dafür sind die Minecraft-Videos einfach nicht mehr so, ne, so hoch gestapelt, was Bearbeitung betrifft. Halt einfach nur, dass es euch unterhält. Gut, Freunde, das war alles, was ich euch sagen wollte. Ich hoffe, ihr seid weiterhin ein Abonnent und seid weiterhin auf meiner Seite. Stopp, davor muss ich euch noch was sagen. Und zwar habe ich ja ein kleines Let's Play auf meinem Zweitkanal gestartet. Das nennt sich Yu-Gi-Oh! Duel Links. Und ich habe gemerkt, dass die Resonanz des Videos einfach nur mega schlecht ist. Ja, das kommt jetzt sehr klickgeil rüber. Ich weiß, aber wir müssen gucken, wo wir bleiben. Und außerdem habe ich für das Video, glaube ich, mindestens über 2 Stunden gebraucht, weil es einfach dieses ganze Bearbeiten ist. Ich muss einen Rahmen darüber machen, ich muss das dahin machen, ich muss die Facecam damit synchronisieren. Und das für ein Handy-Video. Das ist nicht so einfach wie ein Konsolen-Video. Und da ich ja in einem Netzwerk bin und dieses Netzwerk mir auch Musik erlaubt, die man eigentlich so nicht auf YouTube findet und die einfach free für mich ist, kann ich das besser mit meinen Handy-Videos verneinen, weil immer die gleiche Musik wie auf meinem Zweitkanal. Finde ich das nicht so prickelnd. Und deswegen, Leute, werden jetzt Handy-Videos auf meinen Erstkanal kommen. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das bringen soll, aber ich bringe es dann wirklich. Ja. Gut, Leute, das war alles, was ich euch sagen wollte. Ich hoffe, ihr seid morgen auf jeden Fall am Start bei meinem Musical.ly-Video. Es wird auf jeden Fall richtig nice. Wir sehen uns dann morgen wieder zu einem neuen Video. Schön, das mal wieder zu sagen. Auf meinem Hauptkanal. Bis morgen und ciao.